Und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren Folge von Red Secret Agent Clank. Hier sind wir jetzt dabei, uns durchzukämpfen. Und ich hoffe, es geht schnell. Wir brauchen das Auge. Sieh den Typen da vorne, den muss ich holen, warte mal. Interfit McHenry. Casino-Wache. Kalidon. Planet Kalidon. Nanotech. Okay. Nein. Scheiße. Dann toll. Heute habe ich wieder meine 10 Riesen, Leute. Ich auch. Okay, so scheint müssen wir das hier knacken. Sonst kommen wir nicht weiter. Sieht ihr den, der so nervös durch die Gegend geht? Den muss ich mir nehmen. Na komm schon. Als ob der, das ist doch. Ja, endlich. Jetzt beeilen. Gut. Psst, Ratchet, hier drüben. Hier drüben, im Mülleimer. Slim Cognito, was machst du denn hier drin? Meinst du das ernst? Ich bin seit Jahren der Hehler deines Vertrauens. Was glaubst du, was ich hier mache? Hast recht. Was willst du? Ratchet, ich versuche, dich aus dem Gefängnis zu befreien. Ich wusste, Slim ist auch da. Und das ist der einzige Weg, dich zu erreichen. Ich brauche das Losungswort fürs Risikospielzimmer im Le Paradis de Tricheur Casino. Bitte besorge dir von jemandem die Losung und lass sie von Slim... Die Losung. Viel Glück, Ratchet. Und halt dich steif. Früher habe ich ständig dort gezockt. Ich kenne dein Losungswort.
Ich kann dir nur leider nichts zahlen. Es gibt hier eine Menge rauer Gestalten, die mich wegen meiner schlechten Ware gern um die Ecke bringen würden. Wenn du mich beschützt, kriegst du deine Losung. Deine Losung. Okay, dann müssen wir jetzt wieder in den Knast. Das ist verdammt schwer hier, dieser Knast. Seht ihr das? Ich glaube, hier darfst du gar nicht rein, sonst wirst du attackiert. Ja, ich bin schon wieder müde, unglaublich. Auch dringend die neuen Waffen. Nein, so geht doch. Nein. Glück gehabt, Digga. Riesen. Ganz kleiner Blick. So, dann machen wir mal den Stahl ist Stahl. Mütter sind Mütter. Hui. Ah. Digga! Die Bearbeitungszeit kostet Dauer hier, hä? Eieieiei. Runde 2. Ui. Nur 4 Munition, ja. Die waren echt sparsam. Können die mich gleich voll geben, Digga, weißt du was so? Ui. Digga, schieß doch, Mann! Na toll. Was die auch kriegt, warte mal. Ja klar, jetzt kann ich es nicht mehr prüfen. Ach, die kriegen doch, die kriegen auch einen Schaden, na gut.
Sehen wir das? Die schießen auch, wenn die in der Mitte sind. Das ist gut. Unbedingt den loswerden, Digga. Unbedingt. Der ist verdammt stark. Reizlarmenschlüsselmodifikation. Okay. Hallo, ich möchte Waffen wechseln, wenn ich darf. Verstehe ich nicht. Ah, okay, das ist. Ah, okay. Das ist ein Zufall jetzt. Seht ihr? Umso mehr ich verteile, umso besser. Ja, die haben schon Bums, Digga. Die haben schon einen guten Bums. Ja, Glück gehabt, dass es dann weitergeht. Glück gehabt. Ich habe mal so einen Film gesehen. So ein typischer amerikanischer Film halt eben. Und in dem Film, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der ist echt schon alt. Ich weiß gar nicht mal, warum der mir jetzt so durch den Kopf geht. Aber in dem Film, shit. Piece of shit. Ging es darum, dass so drei Freunde in Urlaub gefahren sind, irgendwie. Und die sind zum Ski gefahren. Also in den Urlaub zum Ski, ja, sind die gefahren. Und irgendwann war es halt so, dass sie dieses Skilifting zum Schluss gemacht haben, ja. Und boah, ui, es kommt da geschossen. Und irgendwann waren die Letzten halt. Und die sind dann halt oben stecken geblieben, quasi. Weil die halt ausgemacht haben. Und vergessen haben. Und ihr müsst euch so vorstellen, es war schon der letzte Tag quasi. Also es war quasi Wochenende dazwischen. Und am nächsten Tag hätten die sowieso nicht, ja. Also hätten die sowieso quasi nicht speichern wir schnell, warte mal.
Also, die hätten quasi 2-3 Tage verharren müssen. Du hast es aber jetzt nicht vergessen. Jetzt ist der Winter. Jetzt ist da richtig Winter, richtig kalt. Und jetzt hängen da erstmal 3 Tage, steht hier. Die haben eine Nacht dort gepennt, auf diesen Hängendingern da, auf diesen Waggons. Da haben die eine Nacht dort gepennt, Digga. Die sind auch gewacht. Hände sind eingefroren, Fresse ist eingefroren. Und ihr wisst ja, also wenn der Körper wenn der Körper Kälte, zu stark Kälte hat, kriegt ihr Kälteverbrennungen, ne? Das ist ein mieser, Digga, als so eine Dingsverbrennung. So eine Hitzeverbrennung, Digga. So mies sind die. Und dann am nächsten Tag. Nee, in der Nacht, in der gleichen Nacht noch, in der gleichen Nacht noch. Wollte einer dieser Trotteln runterspringen. Und Hilfe holen gehen. Und der ist runtergesprungen und hat sich das Bein gebrochen. Und dann hat er irgendwie versucht, dann ja, zu überleben. Die anderen konnten halt nicht, sahen halt oben zu und waren halt oben mit diesem Ding drin. Diesen Gondel-Ding da. Und konnten quasi nichts tun. Dann am nächsten Tag sind die beiden aufgewacht, die anderen. Die haben halt quasi die Nacht über geschlafen. Und dann hat der eine von denen versucht, okay. Und dann hat der eine versucht, dann haben die sich versucht, dann über dieses Seilding von dieser Gondel da rüberzubringen. Rüberzugehen auf die andere Gondel. Dann hat der eine das gemacht und ist dann runtergefallen und hat sich dann schwerst verletzt. Der Typ, der Kollege, der davor am Boden war, der runtergefallen ist, da kam total unrealistisch, da kamen dann Wölfe und haben ihn dann quasi kalt gemacht. Also so bescheuert. Und der dann am nächsten Tag rüber gesprungen ist, der dann auch abgestürzt ist, den haben wir auch die Wölfe gepackt. Diese Tusser da, die da mit denen war, ich weiß gar nicht mehr, wie die es runtergeschafft hat, um ehrlich zu sein. Ich schwör's euch, ich weiß es nicht mehr, wie die es runtergeschafft hat. Auf jeden Fall, irgendwie hat die es runtergeschafft und hat das Ganze irgendwie überlebt. Und
Wo ist der Tempel in Bums hinterlegt? Und dies dann. Ja, die ist dann mit einem Auto abgeholt worden. Dann irgendwie nach Hause gefahren. Ja, wie kommen da, Alter? Okay. Gut. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch gerne mal ein Like und ein Abo da, vor allem einen Kommentar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Die ich gleich weitermachen werde. Mein Kaffee ist warm gemacht worden. Ich habe eine halbe Stunde Pause gemacht oder so. Ich habe mein Handy geglotzt. Also habe ich wieder gute Laune, mehr oder weniger. Ja, dann sehen wir uns. Au! Das hat es wehgetan. Dann sehen wir uns im nächsten Board, gell? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch gerne ein Like und ein Abo da. Und auf alle Fälle bitte, auf alle Fälle einen Kommentar. Ja? Bis dann, ciao!